Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp, und das ist nur ein ganz kurzer Trading-Tipp, der aber sowas von effektiv sein wird, denke ich mal. Falls ihr natürlich mitmachen wollt bei diesem Trading-Tipp, immer auf eigene Gefahr, ich kann nicht bestätigen, dass der auch funktionieren wird, denn das ist ein Investment-Trading-Tipp. Ich habe investiert in 3 Karten, und zwar in Enyama, Lanzini und in Skrittel. Und wieso das Ganze? Also, ich zeige euch mal schnell hier, wieso ich das gemacht habe. Es ist ja gerade das Mond-Neujahr oder was auch immer. Auf jeden Fall ist ja gerade, sind gerade diese Packs hier in FIFA vergünstigt. Ihr seht es hier, ein 15K-Set kostet nur 7,5K. Und ein 35K-Set kostet im Moment nur 17,5K. Und was wird passieren? Logischerweise öffnen ganz, ganz viele Leute Packs. Und deswegen ist der Markt schon sowas von eingestürzt. Das ist unfassbar. Also falls ihr euch jetzt auch sowieso Spieler für euer Team kaufen wollt, dann kauft sie euch jetzt und investiert auf jeden Fall auch in Karten. Am besten aus diesem Team of the Week, denn die sind ja jetzt eben in den Packs, die werden jetzt ganz, ganz oft gezogen, und nach dieser Woche, also nach dem Ereignis eben mit diesem Mondneujahr, nicht nach dieser Woche, sondern wie gesagt, nach dem Mondneujahr, werden die Spieler meiner Meinung nach steigen, weil die halt jetzt extrem häufig gezogen werden. Jetzt werden die ganz, ganz oft reingestellt und deswegen sinkt der Preis. Und später werden die dann eben auch nicht mehr gezogen, wenn die dann auch gar nicht mehr im Team of the Week drinnen sind. Und dann werden die Preise, denke ich mal, wieder ansteigen. Und deswegen haben wir hier in Enyama investiert für 13.750. Ihr seht es schon, das ist ein 85er Inform für 13.750. Dann Lanzini für 14.000. Das ist ein linker Mittelfeldspieler, Argentinier aus der Barclays Premier League. 83er Rating, 4 Sterne Skills. Also wenn der nicht über 20k rausgeht, dann weiß ich auch nicht weiter. Und dann noch Skrittel als 86er Inform, einfach mal für 15.000 Münzen. Ein 86er Inform. Jungs, wenn da eine Spot-Billing-Challenge kommt, wo er ein hohes Rating und Informs braucht, dann steigt er ja locker auf 25k an oder so. Also ich denke mir schon, dass man da auf jeden Fall gut Gewinn machen kann. Ihr könnt natürlich auch noch in 83er und 84er investieren, auf den Verdacht eben, dass noch Squad-Billing-Challenges kommen, wo man diese Ratings dann benötigt. Und ja, Freunde, falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars!